Sag mir mal einen Satz, wen wir eigentlich als Bewerbungsbüro suchen. Alle. Ja, ich bin hergekommen, irgendwie, weil ich gerade irgendwas Gutes machen will. Weil letztendlich probieren wir auch ein schönes Berlin zu machen. Wir suchen medizinisches Personal, Techniker, Ingenieure, aber auch Verwaltungspersonal. Ich bin schon Berufseinsteigerverwaltung gewesen, war dann lange aber im Stiftungswesen und habe mich dann bewusst wieder für den Weg zurück in die Verwaltung entschieden, weil ich finde, dass man da sehr viel gestalten kann. Ich habe hier ein duales Studium gemacht. Seit letztes Jahr im Oktober bin ich damit durch und seitdem jetzt auch festangestellt hier. Ich habe mich gerade ganz aktuell für den Verwaltungslehrgang 2 beworben an der Verwaltungsakademie. Ich hatte auch die Möglichkeit, ein bezirksinternes Weiterbildungsangebot teilzunehmen. Das nennt sich Horizonte-Programm. Man hat viele Seminare zum Thema Führung, Personalentwicklung, ja, all das, was man im Grunde braucht, auch Rhetorik, Körpersprache, Moderation, um hoffentlich ein guter Chef oder eine gute Chefin hier in Treptow-Köpenick werden zu können. Es gibt eine Menge Fortbildungsangebote, die wir auch als Inhouse-Veranstaltungen durchführen. Und wir haben auch eine Menge Angebote, die Tatsache online wahrgenommen werden kann. Dieses Zwischenspiel zwischen normaler Büroarbeit und Kundenverkehr, das gefällt mir sehr gut. Das ist sehr abwechslungsreich, weil man natürlich jeden Tag so viele verschiedene Menschen kennenlernt, die so viele verschiedene Anliegen haben. Und es ist sehr schön, wenn die Leute dann wirklich dankbar dafür sind, dass man ihnen auch weiterhelfen kann. Die Motivation für mich, in den öffentlichen Dienst zu gehen, besteht darin, tatsächlich komplexe Vorgänge beobachten und begleiten zu können. Das hat man in der freien Wirtschaft auch, aber beim Bezirksamt bietet man mir doch eine sehr allumfassende Möglichkeit, mich einzubringen mit meinen Fachkenntnissen. Ich bin halt Pflegefachkraft, war vorher Wohnbereichsleiter in einem Heim. Also der Vorteil ist für mich ganz klar die Freiheit. Ich habe Gleitzeit hier, was ich vorher noch nie hatte. Deshalb bin ich schon sehr, sehr gerne hier und werde auch hier bleiben, denke ich. Dadurch wird einem wirklich sehr viel ermöglicht. Die Hierarchien sind sehr flach. Also man hat immer einen kompetenten Ansprechpartner. Das sorgt für ein wirklich sehr entspanntes Klima. Es gibt auch eine Menge Beschäftigte, die Telearbeit machen können, die also tageweise auch zu Hause arbeiten können. Gerade hier im Bezirk Treptow-Köpenick ist es ein ganz toller Kollegenkreis, der sehr locker und familiär fast schon ist. Ich erlebe das Bezirksamt als sehr unterstützend, wenn es um die Vereinbarkeit Familie und Beruf geht. Auch schon in der Phase der Bewerbung, wo ich die Stellenausschreibung gesehen hatte und gesehen hatte, es ist eigentlich Vollzeit ausgeschrieben und dann eben nachgefragt hatte, ob es auch in Teilzeit geht. Und das war möglich. Und ja, das war von Anfang an sehr offen und wohlwollend. Genau, das war ein Hauptgrund, warum ich mich hier überhaupt beworben habe, weil es eben so nah an meinem Wohnort ist. Ich alleinerziehend bin und somit der Treptower Park eigentlich mein Hauptarbeitsweg und Kitaweg. Und ich freue mich eigentlich jeden Morgen. Ich glaube, es ist allergrößter Luxus in dieser Stadt, ständig nur mit dem Fahrrad überall hinfahren zu können, ohne eine einzige Ampel. Die Anbindung hier in Treptow-Köpenick ist wirklich super. Mit Straßenbahnen und Bussen kommt man eigentlich überall super hin. Wir haben auch ein Dienstfahrrad und man ist über die S-Bahn sehr gut angeschlossen an die Innenstadt. Ich habe auch ein Firmenticket. Nutze ich auch. Wir bieten auch eine Menge Maßnahmen an im Gesundheitsmanagement. Da wird Tischtennis gespielt, da wird einfach mal auf dem Flur ein bisschen Gymnastik gemacht. Es gibt Yogakurse, es gibt eine Laufgruppe. Das ist eine schöne Möglichkeit, in einer Gruppe Sport zu treiben, neue Menschen kennenzulernen. Ja, prima. Das Besondere an dem Bezirk Treptow-Köpenick ist für mich, dass er innerhalb einer Millionenmetropole so eine Ruheoase ist. Der Bezirk Treptow-Köpenick insgesamt mit seinem städtischen Charakter in Treptow-Nord und mit seinem bis zum dörflichen Charakter bei mir in Müggelheim ist alles dabei. Das ist eine fantastische Wohngegend. Tatsächlich wollte ich auch gerne im Osten der Stadt arbeiten. Das war für mich auch so ein Kriterium und ich bin hier einfach glücklich. Ganz zufrieden. Habe mich auch bewusst für den Bezirk hier entschieden. Machen wir uns mal nichts vor. Ist irgendwie das Drumherum beim Arbeitsplatz spielt irgendwie schon eine große Rolle. Ja, das stimmt. Also
Wir sind ja größter, grünster und wasserreichster Bezirk von Berlin. Und ja, eigentlich findet man überall irgendwo eine entspannte Wasserecke, wo man sich hinsetzen kann. Und das ist wirklich schon sehr angenehm. Das macht die Mittagspausen sehr angenehm. Und insgesamt ist Treptow-Köpenick echt ein schöner Bezirk. Hier sieht man das nicht so, aber das ist auch das Amt. Ich arbeite hier wirklich sehr, sehr gern. Ich mag meine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, auch die Kollegen und Tatsache auch meinen Chef. Darf man das sagen? Doch, das darf man sagen, oder? Ich fühle mich als Zahnrad im Getriebe. Durch meine tägliche Arbeit hier in der Abteilung ist es halt mein Beitrag für den Bezirk, damit er am Laufen bleibt. Ohne mich läuft hier nichts. Rot und Weiß sind die Farben von Berlin. Eiserne Union. Ich habe schon eine Zuneigung zu dem Verein. Man kommt hier im Bezirk eigentlich auch nicht um den Verein herum. Wenn man sich hier bewerben will, dann findet man die Stellen auf dem Berliner Karriereportal, aber auch auf unserer Homepage. Man darf sich hier natürlich auch bewerben, wenn man kein Union-Fan ist. Du kannst eigentlich alles abdecken hier, berufstechnisch. Das hast du ja sonst nicht. Wo hast du das denn auch? So angenehm oder schön? Deshalb sollte man schon immer mal gucken, was es für Stellenanzeigen in Treptow-Köpenick gibt. Weil es kann sich lohnen. Für mich hat es sich gelohnt. Vielleicht willst du ja auch. Treptow-Köpenick, Karriere zwischen City, Spree und See. Aber ich habe noch ein Anliegen. Also, ich meine, ihr filmt ja uns jetzt. Ich bin ja trotzdem noch auf Arbeit, ich bin ja nicht privat. Ich will einmal eure Filmgenehmigungen sehen, die Ausweise von allen dreien, vom Kameramann, vom Mikro und von Ihnen. Und euer Müll. Ja, eure ganzen Markierungen hier. Das nehmt da noch alles mit hier. Ja, das geht so nicht. Schön.